Man muss, jawohl. Hallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie mit Gabi, unserer Kamerafrau. Hallihallo! Boris vom Wildenburger Land, unserem Pudelpointer und meiner Wenigkeit Ueli. Heute haben wir ein ganz besonderes Filmchen, einen ganz besonderen Anlass, und zwar feiern wir 6000 Abonnenten. Und das hat uns richtig, richtig motiviert, gefreut und aufgestellt. Und wir sind so angefixt, dass wir euch unbedingt mit ins Boot nehmen wollen und anfixen wollen, dass ihr da jetzt mithelft, dass wir noch weiterkommen. Wir sind ja so stolz und froh, so eine kleine Hundeschule im tiefen Emmental. Und wir haben Leute von über, sogar weiter als Europa, die unsere Filmchen anschauen. Und das sind doch fachspezifische Filmchen, wo nicht mehr alle Leute interessieren. Und das beweist, dass wir sicher mit dem einen und anderen Filmchen auch bei euch irgendwo auf einen wunden Punkt greifen. Also, ihr könnt uns natürlich mithelfen, indem dass ihr ein Filmchen teilt, euren Liebsten weiterschickt, so dass die das auch anschauen können. Und ganz, ganz wichtig, weiter abonnieren, das kostet nichts. Und noch wichtiger, die Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr überhaupt kein Filmchen mehr von uns. Und wir haben uns natürlich zum Jubiläum, jetzt hier 6000er Jubiläum, was ganz Besonderes ausgedacht, was ganz viele Leute ansprechen könnte, das ist die Lüge der Leinenführigkeit. Und zwar, ich weiß, das ist unglaublich provokativ und wir machen da sicher den einen und den anderen ein bisschen böse oder sauer, aber Hand aufs Herz, die drei Punkte, wieso dass es mit der Leinenführigkeit nicht klappen könnte, ist ja ganz häufig, im Welpenalter haben wir ja den Welpen nur zum Sichern an der Leine, also sprich, wir binden den an die Leine und halten ihn zurück, dass er nicht überfahren wird, logischerweise, dass er nicht irgendwo hinrennt, wo er nicht sollte, und es ist immer nur ein Sichern, also das ist der Punkt 1, wo dann der Hund, für uns ist es nur ein Sichern, die Leinenführigkeit möchten wir dann später einmal dem Hund beibringen, geht aber nicht. Der Hund lernt vom ersten Augenblick an und deshalb funktioniert das so nicht. Also wir können es dann nur noch korrigieren und auch wenn wir das Gefühl haben, wir bringen ihm dann noch eine Leinenführigkeit bei, geht gar nicht mehr, sondern der Hund hat sich schon lange das in die Leine ziehen und zerren beigebracht. Ja genau, Boris, du hörst da ganz genau zu. Und deshalb bemühen wir uns natürlich auch ganz, ganz fest bei unseren Leuten in den Kursen und bei unseren Hunden selber, dass die Leinenführigkeit differenziert wird. Wie blümeln, also an der Leine ein bisschen zerren dürfen, am Geschirr und halt an der Halsung die korrekte Leinenführigkeit. Der Punkt 2 ist, zum Beispiel verschieben, Spaziergänge, Wanderungen und so. Wie schnell versinkt man in den eigenen Gedanken und
guckt nicht mehr darauf, dass der Hund super schön im Fuß läuft, sondern irgendwo und an der Leine zerrt. Er arbeitet sich nach vorne und bis man es merkt, ist er schon wieder ein paar Sekunden am Führen. Und es ist halt einfach unbestritten, das Zepter übernehmen als Hund, wenn man an der Leine zieht. Wer zieht, wer schnuppert, schnüffelt, wer herumguckt, wer irgendwas hetzt oder jagen möchte, ist immer Chef. Also deshalb. Und übergeordnet, nur wer Fuß läuft, ist untergeordnet. Und wer sich da so fügt, dass wenn wir was machen und so, also wenn wir agieren, der Hund reagiert, dann sind wir am Führen. Und das ist der große Unterschied. Das dritte Übel ist, immer in einer Notlage, zum Beispiel bei Hundebegegnungen und so, übernimmt der Hund die Führung. Also er übernimmt das Zepter. Er prescht in die Leine, boom! Bellt und macht und tut und wir sind nur noch am Zurückziehen. Also Zurückziehen, Zug gibt immer Gegenzug. Umso mehr, dass wir an der Leine zerren oder umso kürzer, dass wir den Hund halten, umso mehr Spannung entsteht. Deshalb Handling ohne Leine, zu Beginn logischerweise noch gesichert an der Leine, logischerweise oder vielleicht sogar immer und ewig, spielt auch gar keine Rolle. Aber man muss selber herausfinden, wie kann ich den Hund führen, was habe ich sonst noch für Mittel anstelle von an der Leine zehren, am Zupfeln und Ruckeln und was auch immer. Wie kann ich den Hund führen? Da ist natürlich die Körpersprache, unsere Körpersprache das Wichtigste. Und wenn ich jetzt ein bisschen ausschweifen möchte, Straßenköter oder so Hof- und Haushunde, die streunen gehen und so, da ist immer ganz klar geregelt, wer das vorne ist und da gibt es keinen Wechsel, sondern da ist immer die Nummer 2 hinten, so ein bisschen zurückversetzt, die Nummer 1 vorne. Also das ist nur ein menschliches Denken, dass ja, der darf doch jetzt noch ein bisschen so an der Leine ziehen, jetzt ist er ja so schön gelaufen. Das gibt nur Konflikte. Also die 3 Punkte bedeuten, dass es nie besser werden kann, weil man inkonsequent ist, indem dass man der Hund ziehen darf, dann wieder nicht und und halt nicht präzise in der Arbeit und Timing von Lob und Tadel auch noch zum Teil verpennt. Wenn man die Leine nicht in der Hand hält, ist man gefordert, das alles, die Fehler alle nicht zu machen, also geht es ganz schnell auch besser. Deshalb unser Vorschlag, versucht mal das Folgen am Fuß ohne die Leine zu erarbeiten und ja, genau. Ich darf schon fast sagen, versprechen euch, dass es in vielen Situationen besser wird, weil wir gelernt haben bzw. dem Hund beigebracht haben, dass wir führen. Ja, jetzt aber gehen wir zum Eingemachten und beginnen mit der Leinenführigkeit ohne Leine, also dem Folgen am Fuß, mit einer Schleppleine zu beginnen, aber nicht mehr als Führungsmittel, sondern halt, wir führen ohne die Leine. Viel Spaß! So, also, dann versuchen wir das nämlich jetzt gerade und zwar wirklich ohne, dass wir die Leine in der Hand halten. Wir haben sie aber immer noch an der Halsung, so dass wir im schlimmsten Fall noch mit dem Schuh drauftreten könnten oder die Leine packen könnten, aber wirklich einfach so in Notsituationen oder umswitchen, also wenn es nicht, überhaupt nicht mehr geht, dann haben wir halt noch die Möglichkeit. So. Und jetzt versuche ich, ja, halt zu Beginn nur 1, 2, 3 Schrittchen, dann schon belohnen. Ich versuche aber von Beginn an, die ohne
den Futterbrocken als Zugmittel zu benutzen, sondern ich halte die Hände frei, achte auf die Körperhaltung und also, dass ich die Körpersprache auch einsetzen kann, dürfen wir ja alles, außer dem Sporthundebereich in gewissen Disziplinen, aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen ja den Alltag trainieren. So. Also wenn er jetzt so aufmerksam, wow, super. Ja, wir machen da die Leine noch auf die andere Seite. So, dann geht das doch viel besser. Super gesehen. So, also, ich laufe jetzt extra ganz langsam. Nehme schon eine Wendung und, oh, da regt sich sogar Boris ein bisschen auf. So. So. Im jagdlichen Fachjargon sagt man dem Pirschen. Da ist es natürlich dann noch so, dass man überhaupt nicht mehr auf den Hund achten möchte, sondern das Umfeld beobachten. Und das hier ist eigentlich die biologische Alarmanlage, ob irgendwo Wild steckt oder so. Deshalb ist eigentlich auch alles lautlos und nur noch die Körpersprache wird benutzt. So. Ja, super. Wow, du bist ja so gut da. So. Also und Vorteile hat man natürlich riesig, weil man wirklich auf den Hund achten muss. Mm. Geht's? Die sind so klein, die kann man fast inhalieren. Komm. So. Boris. Hey. Jetzt hat er ja was im Sinn. Wenn er da nicht mehr aufpassen kann und so, korrigiere ich ihn halt mal oder sage ich ihm was. So, und jetzt bin ich am ganz normal laufen. So, wenn... Wie das an einem Spaziergang auch passieren kann. Ich bin da so am Laufen, der Hund ist auf der richtigen Höhe. Ich muss mal irgendwann eine Wendung machen. So, wenn jetzt irgendein Hund losrennen würde, könnte ich da noch auf die Leine treten, könnte ihn korrigieren. Wow, super, komm. Wow. Oder ich könnte ihm mit den Händen so Druck machen und sagen, nein, warten. Das kann man auch so, auch wenn er jetzt nicht Blödsinn macht, kann man das so trainieren, indem dass man ihm die Hand zeigt ohne verbale Befehle und man kann ihn wieder mitnehmen. So, ja. Komm. Tipptopp. Und wenn man eine Begegnung hatte jetzt, wo man nicht so sicher ist, wie das, ob das gut läuft, geht man halt auf die Seite, nimmt ihn ins Fuß, wartet und steht vielleicht auf die Leine oder hält sie sogar dann in der Hand, dass man auf jeden Fall sicher ist. Wichtig ist da in meinen Augen, dass die Leine dem Hund nicht Sicherheit gibt, also Zug gibt immer Gegenzug, dass er nicht schon von Anfang an weiß oder das Gefühl hat, oh, jetzt beginnt Krieg, sondern dass er im luftleeren Raum sich begibt und auf sich alleine gestellt ist und erst dann die Korrektur halt käme, wenn es gefährlich wird. So. Also, die verschiedenen Geschwindigkeiten trainieren. Oh, super. Das ist doch doof mit der Leine, gell? Aber wir wollen ja den Leuten zeigen, dass man die ganz gut tragen kann, auch so. Komm, so. Auch sogar bis zum Joggen oder Rennen. Die Zuschauer würden sich jetzt wünschen, wenn du mal einen Blödsinn machst, dass ich dich korrigieren kann. Gabi, ich weiß nicht was. So, das ist für mich halt jetzt so, für einen Spaziergang, für das normale sich bewegen, einzigartig, mehr muss da gar nicht sein. Und ich bin da so überglücklich. Also wenn man sich irgendwo begibt oder befindet, wo man kein Risiko hat, dass der Hund einen Blödsinn machen kann und man auch schon so sicher ist, dass er nicht abhauen tut, dann darf man das natürlich auch ohne Leine machen. So.
Wow, super. Man kann ihn auch in der Bewegung, also fürs richtige Verhalten belohnen mit Goodies. Oder verbal, oder wie das einem am besten gefällt. So, jetzt hat er sich ein ganz wenig wegbegeben. Dann habe ich ihn mit einer Linkswendung korrigiert. Rechtswendung kann man ganz gut als freundlich hier einstufen. Ah, das ist kein Sitz, was wir da machen, sondern eine Rechtswendung. So. Also, Rechtswendungen sind, wenn alles gut läuft. Linkswendungen können als Korrektur eingesetzt werden. So, da kommt nämlich der Druck von vorne. Wow, super. Ja, so ist besser. So. Oh, tipptopp. Wow. Also, das ist so die Geschichte des Folgen am Fuß ohne Leine. Das kann man natürlich noch unglaublich ausbauen. Aber jetzt zwischendurch drin mal eine Auflockerung. Wow, schau mal. So, dass der Hund wieder so eine geistige klinische Säuberung machen kann. Das ist nämlich unglaubliche Anspannung, unglaubliches Training, nicht nur für den Hund, sondern ich sag mal sogar noch ein bisschen mehr für uns, dass wir da wirklich unsere Sinne schärfen können und uns auf den Hund fokussieren und nicht, wie man das ganz häufig macht in einem Spaziergang, in unsere Gedanken abschweift und den Hund da eigentlich allein lässt und verliert. Also deshalb auch für uns ein Training. Aus? So. Ja, du bist ja super. Super genial. Hab es. So. Wow. So. Also, jetzt noch so der finale Abschluss. Boris? Komm. So. Ich stoppe ihn jetzt während dem Laufen. Platz. Wow, super. Sitz. Wow. So, Boris. Fuß. Ja, super. Oh, super. Und so kann man so Spielereien machen mit dem Hund, wo man halt die Führigkeit unglaublich fördern kann. Ja, jetzt aber genug. Wie gesagt, wir freuen uns über ein Abo von euch. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Filmchen, wenn sie euch gefallen und ihr das Gefühl habt, das könnte jetzt für eure Großmutter, Schwester, Bruder, Onkel, Tante oder wer auch immer auch was sein, dann unbedingt teilen. Das ist nämlich gar nicht schwierig. Wow, schau mal. Jawohl. Und so kriegen wir noch mehr Abonnenten hin. Glocke nicht vergessen, wie gesagt. So verpasst ihr überhaupt kein Filmchen mehr. Und Gabi und ich sind ja jetzt schon unglaublich gespannt, wie viele Klicks das dieses kleine Filmchen da, wo ich ein bisschen provoziere, mit Leinenführigkeit, ist das wirklich das Richtige in Führigkeit? Weil, wie erklärt, der Hund da ganz häufig sein Ding machen kann und schleichend uns eigentlich übergehen kann, so dass wir das Gefühl haben, wir sind immer noch Chef und wir führen immer noch. Und es ist aber schon lange nicht mehr so. Beim Folgen frei geht das alles nicht, sondern wenn er sich wegbegibt, ist er weg. Und man hat keine Chance mehr. Also muss man ganz anders handeln, ganz andere Mittel nehmen, unsere Körpersprache, unsere Stimme oder eben in der Not noch die Schleppleine. Ja, in dem Sinn wünschen wir euch jetzt natürlich ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen, beim Anschauen vom Filmchen, beim Teilen, beim Weiterleiten. Macht's gut, bleibt gesund und immer schön negativ. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüss.